Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Kamini Photography YouTube-Kanal. Heute ist 31. Januar 2021 und ich bin auf einer kleinen Mini-Expedition zu dem Stern unseres Sonnensystems, unserer Sonne. Ich versuche das heute mal zu fotografieren, den Sonnenuntergang, und bis jetzt sieht das Wetter richtig, richtig gut aus. Wir haben zwar Cirruswolken, aber die müssen eigentlich gar kein Problem sein. Ja, die Wetterprognose sieht eigentlich geteilt aus. Ja, auf einer Seite sollte es gut sein, aber auf anderer Seite doch schlecht. Also das hängt immer davon ab, welche Wetterprognosen, welche Wettermodelle man nimmt. Ja, aber das ist das Schöne in Astrofotografie, dass man sich einfach auch dem Zufall überlassen soll und man weiß nie, was dabei rauskommt. Ja, es soll sich dabei nicht um ein klassisches Sonnenuntergang handeln, sondern auch ein terrestrisches Vordergrundmotiv wird involviert in Form des Düsseldorfer Rheinturms auf 17,3 Kilometer weit weg, und die Sonne ist dann ungefähr 149 Millionen Kilometer weit weg. Ja, das sind unterschiedliche Entfernungen, die das alles auch faszinierend machen. Man muss auch sagen, ich bin so froh, dass die Sonne wieder scheint. Wenn die Sonne hier rauskommt, vor allem in den Wintermonaten in Deutschland, muss man natürlich diese Zeit nutzen und die Energie dann aufladen. Denn wer weiß, wann die nächsten Sonnenstrahlen zu sehen sein werden. Die Sonne wurde in fast allen Kulturen als Gottheit verehrt, nicht umsonst, denn es spendet Licht, Wärme und gibt dem Leben, zumindest hier auf Erden, überhaupt eine Chance. Oh Mann, es riecht so gut hier im Wald. Man spürt sofort die frische Luft, aber auch eine Frühlingsluft. Es ist auch relativ angenehm. Die Temperatur zeigt zwar minus 1 Grad, aber das glaube ich zwar nicht, weil es ist wirklich angenehm. Ja, im Wald ist es sehr schön und frisch. Aber hier bekommen wir einfach keine freie Sicht auf den Sonnenuntergang. Denn ich habe das auf eine bestimmte Location ausgerechnet. Mal sehen, ob es dieses Mal dann stimmt.
Ja, Leute, das Wetter hat mir leider Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar sieht man im Zenit fast kaum Wolken, aber in Richtung dort, wo die Sonne untergeht, über den Düsseldorfer Turm, das sind richtig kompakte Wolken, also keine Chance, dass wir heute den Sonnenuntergang erleben. Das, was aber wirklich zählt, ich habe es versucht. Es ist so oft im Leben, man kämpft für irgendwas, aber nicht immer erreicht man sein Ziel. Wenn man aber immer wieder versucht, dann hat man vielleicht irgendwann doch eine Chance, sein Ziel zu erreichen. Und ich hoffe, dass wir nächstes Mal ein bisschen mehr Glück haben werden. Ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat, ohne dass ich erfolgreich war. Wenn das der Fall ist, würde ich wie immer euch um ein Like, einen Kommentar unter dem Video, ob ihr auch schon so etwas erlebt habt, dass ihr versucht habt, etwas zu realisieren, es aber nicht geklappt hat, dann aber nicht aufgegeben habt und bei mehreren Versuchen doch zu ihrem Ziel gekommen seid. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt einfach in die Kommentare rein. Und ansonsten vielen herzlichen Dank für meine Patreons. Ich bin nicht immer erfolgreich, aber ich versuche das Beste rauszuziehen und die Visionen und die Träume zu verwirklichen. Und ich bin froh, dass ihr mich auf meinem Weg mich auch so tatkräftig finanziell auch unterstützt. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr zum ersten Mal auf meinem Kanal seid, die nächsten Videos nicht verpassen möchtet, dann abonniert einfach den Kanal. Ich wünsche euch an dieser Stelle wie immer clear sky und hoffentlich nicht wie heute bedeckten Himmel und per aspera ad astra.